Die Corona-Demos sind aber jetzt mit Sicherheit hier nicht ausschlaggebend, zumal die von der Größe her bei weitem nicht mit dem vergleichbar waren und auch nicht von der Gewalt her, wie in Connewitz beispielsweise. Und wenn wir jetzt, nämlich beispielsweise über Connewitz reden, dann ist es mir ganz wichtig, dass wir nicht schon wieder über die Polizei reden oder sowas, was die Polizei eventuell falsch gemacht haben könnte. Denn das ist in den meisten Fällen nicht der Fall. Wenn wir über Connewitz reden, sollten wir auch über die Täter reden. Das ist viel wichtiger an der Stelle. Und die Täter in Connewitz sind nun mal, wenn wir schon in der Richtung argumentieren, sehr einseitig politisch unterwegs. Aber heute seit vielen Jahren erstmal auf so eine Deeskalationsstrategie. Ist das richtig oder nicht richtig? Natürlich ist das richtig. Das würde ich mir teilweise in Situationen wünschen, wo ich in der Vergangenheit, beispielsweise auch bei den Corona-Demos, nicht immer der Meinung war, dass das tatsächlich der Fall war, dass auf Deeskalation gesetzt wurde. Ich weiß es nicht. Ich denke nicht, dass es anders ist, als wir am Anfang bereits gesagt haben. Es ist ein bunter Strauß von Tatsachen, von Sachen, die zusammenkommen und die dann dafür sorgen. Weil wenn wir jetzt schon über beispielsweise die AfD und das, was sie in sozialen Medien oder sonst wo sagt, reden, wir rufen ja nicht zu Gewalt auf. Im Gegenteil, wir sagen ganz klar, und das muss an der Stelle auch gesagt werden, dass wir eine Rechtsstaatspartei sind und dass wir eben genau sowas nicht wollen. Dafür werden wir auch von Polizisten beispielsweise gewählt. Also meine Informationen sind so, dass wir auch einen recht hohen Wähleranteil bei Polizeibeamten haben. Und das ist auch gut so. Ich denke, dass es einen gewissen Zusammenhalt gibt. Aber ob der dann dazu führt, was den Polizisten in dem Fall nämlich vorgehalten wird, dass sie sich gegenseitig decken, es wird ja auch immer wieder gesagt, das war ja auch vorhin der Fall, sie würden im Prinzip schlimmste Straftaten im Einsatz begehen und dann dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Was immer wieder mit Chorgeist der Polizei unterstellt wird. Nee, die Polizei deckt sich nicht absichtlich in Straftaten. Das behaupte ich, ist nicht so.